Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich gucke erstmal auf den Thermometer. Oder auf Thermometer? Ja, 19 Grad haben wir es. Aber, ja, wie ihr das vielleicht im Titel schon sehen könnt, heute ist der 3. Oktober. Ich weiß gar nicht. Welcher Tag ist das denn? Tag der Deutschen Einheit? So. Ist, glaube ich, auch ein neuer Feiertag. Oh, Sally, musst du da dran knabbern? Einer hat gearbeitet. Hufschmied. Aber das ist nämlich auch so der Stichpunkt. Ja, wie gesagt, Feiertag ist ja heute. Gesetzlicher. Was darf man denn arbeiten? Oder eher gesagt, was meint ihr, was darf man denn arbeiten? Sally, komm! Komm! Ja, die essen immer, wie nennt man das? Nicht die Hufe, sondern halt, ja, das, was davon übrig bleibt. Horn, oder wie man das auch nennen will. Ja. Jetzt darf ich nicht so laut reden. Weil unser Nachbar, der werkelt da auch drüben ein bisschen rum. Hämmert da irgendwie so ein bisschen und so. Das ist die Frage, was meint ihr? Was darf man arbeiten? Ja, wie soll ich sagen? Also, ich würde sagen, Gewerbliche sollten nicht arbeiten. Ja, der Chico. Ja, wenn man jetzt so leise Arbeiten macht, ne, so ein bisschen im Garten herumwirkelt, auch irgendwie ein bisschen was zurückschneidet, ne, ist ja alles schön und gut, ne, habe ich auch nichts gegen, auch sonntags, ne, wenn man ein bisschen im Garten macht, ja, aber muss man dann da rumhämmern? Der Chico, oh, was ist los? Ja, wir wollen ja, ihr wisst ja, wir haben Tiere und da versuchen wir immer auch immer so leise zu sein, wie es geht. Wenn wir zum Beispiel Heu fahren, ne? Also neuen Heuballen anstechen und so, dann versuchen wir das alles immer samstags zu machen, damit wir sonntags den Trecker nicht starten müssen, weil wegen Krach und Arbeit und ja, da hatten wir nämlich auch schon mal so ein Problem mit unserer einen Nachbarin. Ich kann ja auch noch mal eine Story zu erzählen. Zum Beispiel, wenn wir da dann Heu holen, das werden wir nicht. Wenn wir sehen, aha, das reicht nicht mehr für Sonntag, dann werden wir es natürlich entweder freitags oder halt Samstag das dann herholen, damit wir Sonntag nicht unbedingt den Trecker machen müssen. Obwohl wir dann meistens jetzt Zeit haben. Ja, ich habe jetzt einen Beruf oder einen Job, wie man das auch nennen will, wo ich jetzt samstags nicht arbeiten muss. Da habe ich dann samstags Zeit, aber ist auch immer wetterabhängig, dann will ich nicht im strömenden Regen und bei Frost, ne? Aber das ist jetzt was anderes. Ja, ich wollte erzählen, was für eine Story wir hatten oder ein Problem. Das ist schon ein paar Jahre her, hatten wir auch noch ein paar mehr Pferde. Da wollte unser oder hatten wir oder eher gesagt, unser Stiefvater hat dann ein bisschen Mist gefahren. Ja, ist dann nicht ganz oder hat länger gemacht bis abends hin, wollte den Trecker dann nicht und die Mischstreuer nicht wieder wegbringen. War auch ein Bekannter von uns. War auch dann so abgeklärt natürlich. Und dann hat er gedacht, ja, lass du den hier über Nacht stehen. Machst du nochmal eben dann am Sonntag, nicht morgen, aber vormittags, dann nochmal eben den Anhänger voll, ne? Kannst du nochmal eben eine Tour mitnehmen, fährst die dann aufs Feld da und ja, bringst die dann weg. Weiß nicht, wie lange sowas gedauert hat. Der Träger hat auch kein Allrad und so. Auf jeden Fall nicht obermäßig lange gedauert. Und bevor
der Mistreuer noch nicht mal voll war, stand hier die Polizei auf dem Hof und wir sollten das unterlassen, weil wegen Sonntag Arbeit und Ruhe und so. Und jetzt im Moment ist meinem Bruder das auch aufgefallen. Der ist ja, hat ja Nebengewerbe. Wenn der sonntags so mal seine Touren macht, seine Besichtigung, dann sieht er hier in der Umgebung sonntags, wie gesagt, wir sind ein bisschen ländlich, aber auch da kann man sonntags dann auch schon mal sagen, nie, dann wird kein Bagger angemacht oder eine Motorflex oder was auch immer. Das hat er heute auch wieder gesehen. Eine Motorflex. Erst recht, wenn man es gewerblich macht, sollte man sonntags entweder eine Genehmigung sich einholen oder halt, ja, das sich mal verkneifen. Das so mal so wegen, sag mal so. Okay, da war eine Katze neu oben auf dem Dachboden. Habt ihr die, glaube ich, gesehen da? Naja. Also, Gewerbliche dürfen feiertags ja sowieso nicht arbeiten. Feiertags und auch natürlich sonntags. Mit Sondergenehmigung, die man einholen muss, sollte, dürfen die natürlich auch feiertags arbeiten. Natürlich gibt es auch Branchen, wo feiertags sowieso gearbeitet wird. Aber ich gehe mal so von den Handwerkern aus, ne? Und ja, was wollte ich noch so sagen? Genau, Privatleute mit einem Garten und so. Gut, der kann ich verstehen, ne? Man arbeitet vielleicht auch samstags noch, was nicht, Frühschicht, Spätschicht. Hallo? Geht's dir noch gut? Ja, weil da muss man sonntags auch nicht, ich sag mal so, den Rasenmäher anmachen oder den Elektrofreischneider oder Rasentrimmer, wie man auch nennen will, um halt die Kanten nochmal sauber zu machen. Das muss man nicht. Wie gesagt, wenn man ein bisschen im Garten ein bisschen Laub hakt, ne? Ein bisschen, ne? Man muss jetzt keine Haufen machen, riesige, ne? Also ein bisschen, ne? Vielleicht sein Beet hakt, Unkraut jätet so. Vielleicht auch dann ab und zu mal mit der Karre fährt, ne? Habe ich ja auch nichts dagegen. Vielleicht auch den einen oder anderen Ast oder Zweig, ja, gesagt, abschneidet. Habe ich da ja auch nichts gegen. Aber man muss nicht mit einem Hammer anfangen da oder bup, bup, ne? Oder mit was auch immer. Das muss man nicht. Gut, was drin ist, solange man es nicht draußen hören mit einem Bohrhammer oder so, dann geht's auch noch, ne? Wir haben auch Renovierungsarbeiten drinne gemacht, aber haben versucht dann halt, wie gesagt, diese lauten Arbeiten mit einem Bohrhammer oder so nicht zu machen, damit man das halt draußen nicht hört. Weil, finde, muss man nicht, weil jeder freut sich über, ich sag mal so, über die gesetzlichen Feiertage, damit man nicht arbeiten muss. Kann man sich auch abschaffen, ne? Aber dann werden andere wieder sagen, ja, dann gehen ja die Arbeitnehmer, nicht Nehmer, sondern Geber, kommen dann wieder, ist dann, ja, auch so, aber da muss dann eine Regelung stattfinden. Ja, ich bin jetzt nicht in der Kirche, ich bin auch nicht religiös oder so. Was ist los, Garfield? Ne, ich, also nicht alle kirchlich gesetzlichen Feiertage dürfte ich gar nicht zu Hause sein. Aber sie sind halt gesetzlich. Oder kirchliche Feiertage, sagen wir mal so. Sind aber alle ja mehr oder weniger ja auch gesetzlich geregelt. Also, ich hätte jetzt ohne. Natürlich ist das schön, so außerhalb des Wochenendes nochmal ein bisschen frei zu haben. Wenn es so passt. Jetzt haben wir Sonntag, Samstag, ja, und ja. Und ich habe mich gestern gewundert, ich war gestern noch nicht einkaufen, dass der Laden, wo ich drinnen war, sehr ausverkauft war und sehr voll war. Gut, voll habe ich jetzt gedacht, so Anfang des Monats. Und dann habe ich gestern jemanden im Internet zugeguckt, der mal zu Livestream. Ja, und morgen ist ja Feiertag. Ach ja, stimmt, da war ja was mit Feiertag. Habe ich auch ganz vergessen. Ich habe auch immer, ich habe die letzten Tage ein bisschen rumgekränkelt. Chico! Komm her! Was ist da los?
Im Gucken. Ja, da hat sie die Wiese fertig gemacht und dann hatte ich immer erzählt, ja, am Samstag schneide ich unten wieder den Zaun frei. Und dann ist mir ja gestern durch den Livestream so, ach ja, stimmt, das ist ja Feiertag. Kannst du ja, nee, kannst du ja gar nicht machen. So ist das halt. Morgen, also Sonntag, wo ihr das Video seht, kommen die auf die Wiese hoch. Und ja, muss man mal gucken. Eigentlich hatten wir die, oder mein Bruder hatte die ja letztens, wo wir da Heu gemacht haben, eigentlich wieder freigeschnitten. Ja, mal sehen. Ansonsten müssen wir mal gucken, wo ganz viel dran ist. Mexiko. Müssen wir da mal eben so fertig machen und dann muss ich das halt Montag fertig machen. Das ist genau. Aber wie gesagt, es geht ja um Feiertags und da würde ich ganz gerne wissen, so privat, so was würdet ihr oder was findet ihr noch okay, was man an Feiertagen arbeiten darf? Jetzt nicht davon abgesehen, mit den Kindern irgendwie gut zu basteln. Gut, wenn man mit Kindern bastelt und man sägt, dann ist das nochmal wieder ein bisschen was anderes. Man unterhält sich mit, oder man tut was mit den Kindern. Man bastelt dir was. Und sagen wir mal so, man bastelt dir was. Gut, man könnte es ja auch Samstag machen, aber das ist wieder, ja, Kinder sind ja wieder was anderes. Man kann ja auch nicht gegen Kinderlärm vorgehen, weil das ist Lärm, den man nicht unter binden kann. Es ist jetzt immer drauf, kommt es immer drauf an, was macht man sonntags. Ne? Also, ich sag mal, so ein Vogelhaus bauen mit Nägel und mit, ne, richtig mit Hämmern und sowas, das muss jetzt auch nicht sonntags sein. Man kann ja auch was anderes basteln. Also, was laut sein muss, braucht man samstags oder feiertags halt ja nicht zu machen. Ja. Ich glaube, ich wiederhole mich. Ich hoffe, ich habe das auf den Punkt gebracht, was ich ausdrücken möchte. Arbeiten, ja, gewerblich, weiß jeder eigentlich ja nicht sonntags oder feiertags, außer bestimmte Branchen, sag ich mal so, oder halt nur mit Genehmigung. Aber ich bin mit jetzt eher so die, ja, ich sag mal so, die Hausbesitzer, die Gartenbesitzer ansprechen oder ne, die ein oder anderen wohnen ja auf dem Land, haben ja selber vielleicht einen Garten, also ein Haus mit Garten. Ja, ich denke, man muss nicht unbedingt was Lautes machen. Mit einer quietschenden Schubkarre sonntags von links nach rechts fahren, ich glaube, das muss man nicht. Ob das jetzt in der Stadt so ist, keine Ahnung, aber auf dem Land. Wieso zieht man dann auf dem Land? Gut, hier gibt es Platz, okay, aber muss man dann hier auch noch Krach machen? Also, ja, ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn und tschüss.